Hallo und herzlich willkommen beim Wetterupdate der KW 13 vom 25. März bis zum 31. März 2019. Am Montag wird es wechselhaft. Schon in den frühen Morgenstunden ziehen Regen und auch Schneeregenschauer übers Land. Im Tagesverlauf können Schneefälle bis auf 100 Meter über Normalnull für teils kurzeweise Momente sorgen. Neben Schauern sind vor allem im Norden im Tagesverlauf bis in den Süden Gewitter mit dabei, teils auch stark. In Gewitternähe können böige Winde auftreten. Im Westen, vor allem westlich des Rheins, bleibt es am längsten trocken. Am Abend schneit es südlich vom Schwarzwald bis ins Erzgebirge bei maximalen Temperaturen von plus 4 bis plus 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag klart es auf, es kommt teils auch noch zu Schneefällen oder Schneeschauern bei minus 4 bis plus 3 Grad. Am Dienstag ist es teils mäßig bewölkt, teils bedeckt bei vereinzelten Schauern oder Nieselregen, sonst ist es aber bedeckt. In den Mittelgebirgen und in den Alpen schneit es bei plus 2 bis plus 11 Grad maximal. Auch der Mittwoch ist eher grau statt blau, nur im Süden lässt sich die Sonne blicken, sonst regnet oder schauert es bei plus 5 bis plus 14 Grad. Der Trend: weiterhin wechselhaft mit sonnigen und regnerischen Abschnitten, aber einsetzender frühlingshafter Luft bei Werten zwischen plus 7 und plus 20 Grad. Am Wochenende wird es am freundlichsten. Dennoch sind sich die Modelle recht unsicher. Der Trend ab dem 30. März ist daher von starken Abweichungen geprägt. Zwischen weitgehend milden bis warmen freundlichen Tagen oder eher kühl bis milden wechselhaften Tagen, die ab Sonntag eine kleine Kältefront sehen lassen, ist alles dabei. Wie es im Endeffekt aussehen wird, werden wir beim nächsten Mal besprechen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und sage Tschüss und Baba, euer Cedric.